Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier in der Terranischen Union. 4 Jahre sind vergangen seit der letzten Folge. In diesen 4 Jahren haben unsere Werften auf Hochtouren gearbeitet und ich kann euch mitteilen, dass unsere 5 Korvettenflotten voll ausgestattet sind, so dass wir jetzt losschlagen. Wir sind im Jahr 2485 angekommen. 1,5 interessante Dinge sind passiert, von denen ich euch berichten kann. Als erstes, und das ist vermutlich die interessanteste Sache, haben wir ein Ereignis gehabt. Und zwar haben wir hier in den neuen Gebieten hier im K-Sektor, da haben wir ein aufgegebenes Schiff des numistischen Ordens gefunden. Das sind diejenigen, die uns ab und an kontaktieren, die irgendwie so besondere Technologie manchmal verkaufen. Ich glaube, so hieß er. Und das war interessant. Das haben wir untersucht mit einem Konstruktionsschiff. Und das Ergebnis ist, dass wir eine Technologie bekommen haben oder von einer Technologie erfahren haben, die wir bisher noch nicht kannten. Und die habe ich jetzt auch noch nicht erforscht. Da wollte ich euch dabei haben. Aber sie ist relativ schnell für uns zu erforschen. Nämlich gegossene Kristallplatten. Tatsächlich nochmal eine bessere Panzerung, die jetzt möglich ist. Ich glaube, das ist auch möglich, wenn man die Kristallwesen, auf die man ja treffen kann, irgendwie untersucht. Aber das ist, auf die sind wir irgendwie nie getroffen oder wir sind dort einen anderen Weg eingeschlagen, wie auch immer. Jetzt haben wir das Ganze. Wir können das nochmal zu Ende erforschen. In einem Monat sollte das erledigt sein. Und dann, ja, dann gucken wir mal, ob das eine Verbesserung ist unserer derzeitigen Panzerung und dann können wir die noch einbauen, bevor wir losschlagen. Ich erzähle euch noch von dem anderen interessanten Ereignis und zwar gab es einen weiteren Maschinenaufstand und zwar im Rihinar-Regime, der relativ relevant ist. Ihr seht es hier. Technology Research. Xenak Nexus heißen diese Maschinen. Wir können sie uns auch kurz angucken. So sehen sie aus. Ein abtrünniges Verteidigungssystem, was sich dort entwickelt hat. Also die Maschinen sind das große, große Thema. So, jetzt haben wir diese Technologie, gegossene Kristallplatten. Durch das Eingießen kristalliner Materie in Panzerplatten können wir die Belastbarkeit unserer Schiffsrümpfe weiter erhöhen. Okay, gut. Wir hatten doch hier irgendwas angefangen, oder? Mir war so, wird mir aber nicht angezeigt. Ganz merkwürdig. Dann machen wir hiermit weiter. Ja, dann schauen wir uns das mal an im Schiffsdesigner, ob das denn nun besser ist, wenn wir das tauschen. Wir haben im Moment die Neutronium-Panzerung. 110, nee, hier 145. Möglicherweise kann man die gegossenen Kristallplatten auch noch verbessern. Gibt es vielleicht noch Nachfolgetechnologien, aber im Moment ist das keine verbesserte Panzerung. Kann wiederum sein, dass das durch die Folgeforschung, die wir jetzt in den Hochtechnologiebereichen gemacht haben, dass das hier dadurch auch noch ein bisschen davongelaufen ist. Okay, gut. Hatte kurz gedacht, dass es noch eine Möglichkeit ist, aber ist nicht der Fall. Dann können wir losschlagen, indem wir nach wie vor, das ist der Plan, hier müssen wir reinspringen, indem wir hier aus dem Gebiet der Seraphim einen Sprung, na, eigentlich müssen wir hier reinspringen, wir dürfen ja nicht direkt dort hineinkommen. Hier müssen wir hin. Ich werde mal, ich weiß nicht, gar nicht, wie weit wir springen können, das werden wir gleich mal sehen. Wir nehmen also die 1., 2., 3., 4., 5. Flotte mit und springen oder bewegen uns erstmal dorthin und da sehen wir weiter. Dann können wir jetzt laufen lassen. Falls jemand, ja, wie soll ich sagen, moralische Vorwürfe macht, dass wir jetzt hier so lange Zeit gebraucht haben, uns damit zu befassen mit dem Hub, muss man dazu sagen, dass hier bisher, was die Ausbreitung der Kontingenz betrifft, hier nur in Anführungsstrichen die Seraphim und der Weltenbaum betroffen sind. Und das sind 2 Fraktionen, die selber nur Unheil vorhaben mit dem Rest der Galaxie. Also die wollen auch alles organischer auszurotten in gewisser Weise. Und der Weltenbaum will alles zu Futter verarbeiten. So, wir haben wieder Credits und kaufen Legierungen. Ihr seht, wir produzieren jetzt ein bisschen was auf Reserve, weil wir im Moment gar nichts großartig nachbauen müssen und wollen. Wir warten, bis jetzt unsere Flotten hier sind. Wir sehen unsere Sprungreichweite. Vermutlich müssen wir noch einmal weiter, was aber in Ordnung ist. Aber warten wir mal, bis alle da sind, bevor wir sie weiter schicken. Hier die Hauptflotte. Die nächste Flotte ist
dort. Die bewegt sich auch hier weiter. Möglicherweise ist sie gerade entstanden. Hier allerdings kommt noch eine. Na, wir müssen mal ein bisschen die Bewegung beobachten. So, noch sind nicht alle da. Ja, ihr seht es mit den Ressourcen, kommen wir auch gut hin. Wir sind nach wie vor bei plus 1800 Legierungen, plus 2700 Energie. Das ist alles im grünen Bereich. Und außer diese beiden Vorfälle gab es auch wirklich nichts zu berichten in diesen 4 Jahren. Das Einzige, was man vielleicht kritisch sehen kann am Vorgehen, ist, dass hier natürlich die Kontingenzflotten noch Unheil anrichten im Moment. Ihr seht es, es gibt auch Flüchtlinge, aber diese Flüchtlinge kommen wiederum vom Maschinenaufstand. Interessanterweise, dass diese Rehinar in unser Reich fliehen und nicht in das Rehinar-Reich. Könnten sie ja genauso machen. Finde ich etwas bezeichnend. So, dann springen wir nochmal hierhin von dort. Können wir denn den Sprung hierhin machen? Das ist auf jeden Fall der Weg, wo wir am wenigsten gegnerische Stationen bekämpfen müssen, wo wir den kürzesten Weg haben. Aber wir können natürlich wieder keine Verstärkung direkt heranbringen. Aber diesmal haben wir eine Flotte mehr. Das heißt, wir können dann, glaube ich, schon eine Flotte wieder rausspringen lassen, die dann verstärkt werden kann. Die Reserven bauen wir uns jetzt auf. Also dieses Rotationsprinzip erscheint mir jetzt wirklich die beste Methode zu sein, um mit diesem Problem umzugehen. Initiieren wir den Sprung hierhin. Da wird dann gleich der Kampf gegen die Station stattfinden, aber das sollte kein Problem sein. Und dann heißt es wieder 200 Tage warten. Ihr seht im Übrigen, dass wir auch noch lange nicht am Limit der Flottenkapazität angekommen sind. Und selbst mit dieser Flotte, die wir haben, sind wir mit Abstand die mächtigste Macht in der Galaxis. Also wenn die Kontingenz wirklich besiegt werden kann hier, dann gibt es gute Chancen auf einen dauerhaften, stabilen Frieden in der Galaxis unter der Führung der Terranischen Union. So möchte ich es mal bezeichnen. Technology researched. Nächste Technologie, Trefferpunkte, Schilde. Wie machen wir weiter? Machen wir weiter mit Schaden, Energiewaffen. So, wir müssen jetzt hier ein bisschen Geduld zeigen. 166 Tage. Ich meinte, wir könnten auch noch hier hinspringen. Ich glaube, wir haben null Verluste, oder? Werden wir diese Station sehr schnell killen. Aber ist eigentlich auch egal. Aber komm, wir nutzen einfach die Zeit ein bisschen. Warum jetzt da rumstehen, wenn wir auch noch schnell eine Station erledigen können? Könnte man theoretisch auch mit dieser Station machen? Mal sehen, wie viel Zeit da noch ist. Ja, wir kommen natürlich jetzt ein bisschen nacheinander rein. Sollte aber trotzdem kein Problem darstellen. Selbst wenn wir ein, zwei Korvetten mehr verlieren. So, was haben wir verloren? Was ist abgelaufen? Flüchtige Sprengstoffe. Oh ja, das sollten wir aber durchaus nochmal nacherlassen. Wie viel haben wir jetzt? 1200 flüchtige Teilchen. Sollte absolut genügen. Wir sehen hier übrigens, ja, eine Korvette haben wir verloren. Es kommen neue Flüchtlinge aus dem Rehinar-Regime und auch diese Schlacht ist natürlich gewonnen. Und zwar diesmal sogar ohne Korvettenverluste. Erstaunlich. Okay, das heißt, wir haben jetzt noch Zeit. 100 Tage. Da kommt eine Flotte zurück. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Springen wir erstmal hier hin. Gegen zwei Flotten würde ich ungern kämpfen. Wobei, ich glaube, wir würden es auch hinkriegen. Die Frage ist, wie stark sind wir dann geschwächt? Die nächsten Flüchtlinge. Wo kommen die denn jetzt her? Okay, die kommen tatsächlich von den Terrassi, weil eben noch Kontingenzflotten unterwegs sind. Ja. Dennoch glaube ich, ist es erstmal wichtig, jetzt wirklich den Bau neuer Flotten zu unterbinden und
einfach dieses vierte Hub hier zu besiegen. Wir sind dort. Wir haben noch 62 Tage. Na kommt, wir springen hier nochmal rein. Erledigen wir diese Sache noch. Und dann versuche ich, möglichst gleichmäßig ins System zu springen, dass wir hier nicht eine Flotte isoliert haben. Wir werden von hier aus kommen. Ja, das ist ganz in Ordnung, würde ich sagen. Oh, wir sind sogar mit den Mineralien jetzt auf Maximum. Okay, dann müssen wir Folgendes machen. Dann müssen wir erstmal hier was kaufen und dann verkaufen wir Mineralien. Ein paar. Ja, da hatten wir noch einen Erlass, den wir mit Einigkeit zahlen konnten, der plus 33% Mineralienproduktion macht. Finde ich ganz schön übertrieben, ehrlich gesagt. Okay, wir wollen jetzt dorthin. Platzieren wir uns erstmal am Rand. Was haben wir hier noch verloren? Zwei Korvetten. Hält sich auch an Grenzen, würde ich sagen. So, warten wir, bis die alle da sind. Das wird auch in 3 Tagen abgeklungen sein. Dann haben wir die volle Kampfstärke und es ist keine weitere Kampfflotte in der Nähe, was gut ist. So, hier müssen wir auch verkaufen. Wobei wir da nur ein Plus von 15 haben. Inzwischen schon 38.000 Legierungen, das ist gut. So, seid ihr da? Wo ihr da sein sollt? Wo ihr sein sollt, wollte ich sagen. Ja, dann springen wir rein mit dem Ziel, diese Flotte hier zu bekämpfen. Ein Gouverneur hat Stufe 6 erreicht. So, wir springen sehr schön parallel rein. Prima. Und der Angriff beginnt. Auf die letzte große Feindflotte. Der wir hier gegenüberstehen. Ich hoffe, wir konzentrieren uns wirklich jetzt mal auf die Flotte. Und nicht auf die Station. Sind ja zwei Stationen, die hier Probleme bereiten. Das sieht doch sehr gut aus. Die fünfte Flotte macht sich hier wirklich spürbar bemerkbar und ich glaube, es ist absolut die richtige Strategie, auf diese Schlachtschiffe und Titanen hier zu verzichten. Das scheint richtig gut zu funktionieren. Ja. Die Flotte ist im Prinzip hinüber. Na, zwei Schiffe sind noch übrig. Ich weiß gar nicht, warum sie die jetzt in Ruhe lassen. Ah ja, jetzt sind sie erledigt. Sehr schön. Die Station auch. Prima. Und die Flotten sehen noch richtig gut aus. Richtig gut. Also das war ja wirklich souverän. Wunderbar. Okay, dann starten wir direkt mal mit der Bombardierung. Und gucken mal, Admiral Falatira hat Fähigkeit Stufe 8 erreicht, kommandiert die zweite Eingreifflotte. Dann haben wir Petals of Ivory Stufe 7, kommandiert die dritte Eingreifflotte. Und wir haben, oh, Wilhelmina Erhard hat jetzt auch die 10 erreicht, großartig. Die Kommandantin der ersten terranischen Eingreifflotte und wir haben 9 Mann, der hat Stufe 2 erreicht. Wie viele Verluste hatten wir eigentlich? Das gucken wir uns natürlich auch direkt noch an. Ja, hält sich insgesamt, würde ich sagen, sehr in Grenzen. Ich glaube, das Bild hier unten ist das gleiche wie beim letzten Mal. Super. So, die Bombardierung läuft. Und ja, jetzt werden wir mal Folgendes machen. Wir werden die Flotte, die am angeschlagensten ist, und das ist die dritte, die werden wir jetzt wieder rausziehen.
mit dem wir sie springen lassen. Und zwar, naja, zum Beispiel hierhin. Und die werden wir dann verstärken. Wir haben ja jetzt genug Legierungen, die werden wir komplett verstärken können. Und dann später wieder reinschicken und so nach und nach so durchrotieren. Und selbst wenn jetzt noch eine Armee entstehen würde, könnten wir die sehr gut im Griff behalten. Okay, dann, wie viel müssen wir ausgeben? 21.000, also die Hälfte unserer Legierung. Das ist doch wunderbar. Prima. Gut. Ich würde sagen, wir handhaben das so wie beim letzten Mal, dass ich euch wieder dazu schalte, wenn wir hier kurz vor den 50% stehen oder wenn irgendwas Besonderes passiert. Falls jetzt hier noch eine Flotte erscheinen sollte, denke ich, werde ich diesmal nicht dazu schalten, weil das unkritisch mir völlig unproblematisch erscheint. Im Moment zumindest diese zu besiegen. Wir haben jetzt 4 Flotten. Wir haben 500.000 Kampfstärke optimiert auf die Kontingenz. Da sollte keine Gefahr meines Erachtens bestehen. Gut, dann sehen wir uns nach dem Schnitt. Wir haben jetzt Februar 2487. Mal schauen, wie lange es dauert. Bis gleich. So, liebe Freunde, wir sind zurück am letzten Hub und wir sind bei 49%. Allerdings war es doch ein bisschen anders als bei den anderen Malen, denn ich habe tatsächlich 4 Feindflotten besiegen müssen. Allerdings kamen sie zum Glück nacheinander. Eine wurde noch gebaut, während wir hier bombardiert haben, und die anderen 3 kamen Stück für Stück hier rein. Das ging aber sehr, sehr gut, weil ich, wie gesagt, mit dieser Rotationstaktik gearbeitet habe. Das heißt, die 5. und die, ich weiß gar nicht, die ist jetzt auch schon wieder ein bisschen angeschlagen, die 3. oder 4., die hatten wir komplett regeneriert und wieder reingeholt. Jetzt wäre es normalerweise an der Zeit, die nächste rauszuholen. Aber da wir jetzt gerade dabei sind, den Hub komplett zu zerstören, und zwar ist das jetzt der letzte, lassen wir sie nochmal drin, damit auch diese Flotte die Ehre hat, mit dabei zu sein. Ich bin jetzt sehr gespannt, was das bedeutet, wenn jetzt der letzte Hub zerstört wird. 49%, eigentlich muss es gleich soweit sein. So, los. Okay. Das Herz der Kontingenz. Mit der Zerstörung aller 4 Maschinenwelten gelang es den Wissenschaftlern, den Ursprungspunkt des Geistersignals abzuleiten. Es kommt aus CX9881, einem bisher unbekannten Sternensystem auf der galaktischen Peripherie. Dies muss der Ort sein, zu dem alle Synthetischen, die unter die Kontrolle des Signals fielen, hingereist sind. Die Kontingenz bleibt eine Bedrohung, bis sich jemand um dieses letzte System gekümmert hat. Okay, es muss neutralisiert werden. Situation Log updated. Das schauen wir uns an. Wo ist dieses System? Da? Nee, da ist es nicht. Wartet mal, wir gucken ins Situationsprotokoll. Auf der Karte verfolgen. Oh! Oh! Es ist mitten... Hallo? Wie verrückt ist das denn? Es ist direkt bei uns. Sogar mitten in der Verbindung. Ja, das ist das der Wahnsinn. Was haben wir denn hier? Wir haben hier riesige Stationen, aber noch keine Flotten, so wie es aussieht. Okay. Bin mal gespannt, ob sie hier ebenfalls Flotten produzieren, weil dann sind natürlich unsere Gebiete direkt gefährdet. Alles klar. Das bedeutet, dass wir jetzt hier natürlich sofort rausspringen mit allem, was wir haben. Aber blöderweise können wir noch nicht komplett rausspringen. Ach, das ist natürlich ärgerlich, weil ich gerade eine Flotte habe reinspringen lassen, nämlich die 5. Ich kann aber die 5. jetzt nicht alleine da drin lassen, weil hier sind 2 Feindflotten, die möglicherweise eingreifen müssten. Wir schauen mal, wie lange müssen wir warten. 162 Tage, das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Ich mache mal Folgendes. Wir nehmen die 1. und 2. und springen schon mal mit der raus. Das müsste gehen. Dann kann die da schon mal so eine erste Sicherheitslinie bilden. Außerdem können wir da schon dann nochmal wieder nachbauen. Aber die anderen 3 müssen zur Sicherheit drin bleiben, um die Flotte zu beschützen.
Oh, was passiert hier? Eingehende Übertragung. Kritischer Fehler. Verbindung zu allen Sterilisationshubs verloren. Versuche Neuverbindung. Betriebsbereit. Aufmerksamkeit bitte. Das Notfallprotokoll ist trotz der jüngsten Rückschläge, Verzögerungen, Hindernisse immer noch in Kraft. Nicht CX9881 nähern. Keinesfalls nähern. Wir bewerten unsere strategischen Möglichkeiten neu. Jeglicher Versuch, diesen Prozess zu stören, endet mit sofortiger Massensterilisierung der angreifenden Einheiten. Okay. Ist das eine leere Drohung? Oder naht ihr Ende wirklich? Wow, Leute. Sind wir kurz davor, hier das ganze Problem zu beseitigen? Sind wir kurz davor, die Galaxis gerettet zu haben? Puh, wir bewegen uns erstmal zurück. Ich denke mal direkt hier ins Nachbarsystem, um das Schlimmste zu verhindern. Wir sollten da relativ schnell sein. Wir werden hier auch schon mal Nachbau beauftragen. 16.000 und 17.000. Kein Problem, zahlen wir aus der Portokasse. Aus der Legierungsportokasse. Ja, und dann müssen wir abwarten, bis das hier abgeklungen ist. Dann können wir auch mit den anderen drei Flotten rausspringen. Und von der Stärke her würde ich sagen, wir brauchen nicht groß abwarten. Wenn das so bleibt, dann springen wir da rein. Die Frage ist, gibt es noch irgendwelche Sondertechnologie, die sie besitzen? Diese Warnung war jetzt etwas merkwürdig, aber das könnte auch nur das Übliche sein, was die so absondern. Ich denke, wir werden reinspringen mit allem, was wir haben. Wird schon gut gehen. Naja, mit fast allem. Mit den 5 Eingreifflotten werden wir reinspringen, so wie jetzt auch. Das, liebe Leute, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.